So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Prost zusammen erstmal. Mein Gott, das läuft ja wie am Schnürchen. Und ich habe einen findigen Zuschauer gerade einen Kommentar gelesen. Ich soll das Terminal doch benutzen. Okay, dann benutzen wir das doch mal. Und schauen noch mal, ob wir hier vielleicht doch irgendwie den Strom einschalten können. Müssen. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Das. Nee. Nee, das kann es nicht sein. In der Zeit da unten irgendwie einen Strom einzuschalten, das kann es nicht sein. Ich denke mal, dass es vielleicht doch was anderes ist, weil er sagte irgendwie am Terminal, das Terminal bedienen. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir da irgendwie was übersehen hatten. Blättern mit rechts. So. Hervorheben. Abflug. Ach so, da muss man X drücken. Das muss doch mal einer. Was? Was? Wo wollt ihr hin? Nehmt mich mit. Was? Da gehe ich noch nicht rein. Ich möchte erstmal unten gucken. Hallo? Wovor? Oh, eine Kiste. Sehr schön. Und die Tür ist natürlich zu, wo die hingelaufen sind. Das ist natürlich supi. Ja, wir nehmen alle Komponenten. Und schauen mal eben, ob wir ein Medikit basteln können. Ja, können wir. Und werden natürlich das Medikit bauen. Medikit gebastelt. Huhu. Klingt komisch, ist aber so. Die Tür ist zu, ne, oder? Ja. Und hier ist noch was. Eine Sprengkapsel und ein Ladungspack. Was können wir denn damit Schönes basteln? Gar nichts wahrscheinlich, ne? Nee. Wir haben auf jeden Fall ein Medipack und keine Fackeln mehr. Das ist nicht gut, aber egal, es ist nicht schön. Jetzt können wir hier nochmal kurz gucken. Eine Apollo haben wir da. Apollo. You have got the Chupa Joe Smile. Chupa Joe sind wahrscheinlich Zigaretten. Oh, the sights of the Sevastopol. Remember, you stay with a limited edition Pint of KG 34R, okay. Keep payout. Mein Gott. This is life for rent. Okay. So, dann geht's jetzt weiter. Wir haben lange gebraucht für den Raum, aber es geht endlich weiter. Jetzt. Da ist Strom. Möchte ich da lang gehen? Ich ducke mich mal. Ich werde dieses Stromkabel nicht berühren. Tomorrow, no. Together, future? Ich muss auch mal ein bisschen gucken, dass wir hier auch ein paar Utensilien einsammeln, dass ich die nicht übersehe. Aber wir haben ein paar Sachen, haben wir ja vorhin übersehen. Ah, hier Schrott einsammeln. Sehr schön. Was wir haben, haben wir. So, Apollo, was haben wir hier? Tomorrow, no, together, future. Was? Left für rot? Was? Left für? Ist dann nicht die Zukunft. Was? Elevators, Gift Shop. Okay, Banshee Claim und Was Station zur Hölle ist hier passiert? Main Trace. Boah, ist das geil. RIP. Tod. Sevastopol Terminal. Oh mein Gott. Hier gibt es wieder so viele Wege. Ist das eine Telefonzelle? Nein, oder? Okay. Aber hier ist eine Tür, wo wir wahrscheinlich Innenschneider benötigt. Habe ich das richtig gelesen? Innenschneider? Ion. Achso, Ionschneider.
benötigt. Oh, ist das eine Uhr? Schicke Uhr. Ja, FU. Apollo Cotton. Das Weltall. Unendliche Weiten. Wir begeben uns auf eine Reise uns unbekannter Dimensionen. Oh, da ist eine Bar. Cocktailbar. Da möchte ich doch hin. Aber ich glaube, die ist geschlossen. Für immer. Da gibt es bestimmt Sex on the Beach. Trinke ich übrigens sehr, sehr gerne. Obwohl, hier kommen wir lang. Ich traue solchen Wegen nicht mehr. Ich gucke trotzdem mal hier, aber hier steht No Entry. Die Tür ist definitiv zu. Okay, den einen Schneider brauchen wir auf jeden Fall auch hier. Das könnte wahrscheinlich so ein Schweißbrenner sein, den ich mal in so einem Vorschauvideo gesehen habe. Ich traue solchen Brettern nicht mehr. Ich darf hier gar nicht langlaufen. Okay. Oder? Nee. Wieso darf ich denn hier nicht langlaufen? Ich will aber zu der Bar. Hallo? Oder müssen wir was basteln? Achso, wir brauchen sowieso erstmal die Baupläne, ne? Um was Neues zu basteln. Okay, hier ist eine Treppe. Dann gehen wir mal hier hoch und schauen mal, was uns da oben erwartet. Space Light Terminal. Ach, hier konnte man wahrscheinlich irgendwie abfliegen. Okay. Es hat schon eine coole Atmosphäre. Das muss man ja mal lassen, ne? Das Spiel. Was? Hallo? I am here. Hier drüben, Verlaine. Was? Verdammt. Wer macht denn die Jalousien runter? Kontaktieren Sie die, haben wir als nächstes Ziel bekommen? Die Torrents. Kontaktieren Sie die Torrents, müssen wir als nächstes tun. Als nächstes Ziel. So, wir schauen uns natürlich ein wenig um. Um hier nicht zu verpassen. Hier, da hinten sieht aus, ob da eine Tür leuchtet. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Oder? Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Und hier geht's auch nicht weiter. Aber hier. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Ah, okay. Supi. Was? Alter, dieses Spiel. Das Spiel macht mich nervlich jetzt schon fertig. Okay, da hinten. Da sind einige Sachen drin. Ich weiß gar nicht, ob wir da reinkommen. Und ich weiß wohl, dass es nicht nur ein Alien gibt, was einem hier Nerven aufreiben kann, sondern auch andere Gegner. What? Need help, ja. Ich brauche auch Hilfe. Wenn ich dieses Spiel durch habe, brauche ich auch definitiv Hilfe. So, hier liegt was. Eine Leuchtfackel. Yay! Sehe ich das richtig? Ist das ein Airhockey-Tisch? Boah, da hätte ich jetzt mal voll Bock drauf auf Airhockey spielen. Auf jeden Fall. Habe ich früher mal im Urlaub gespielt. So, was haben wir hier? Benutzen. Dreimal natürlich wieder. So. Der Generator... Nein! Was? Wie cool ist das denn? Insert Coin. Run.
Run Around Rex heißt dieses Spiel, aber wir können da nichts tun, leider. Auch hier nicht, ne, oder? Ne. Das wäre cool, wenn man da noch so ein Minispiel hätte. Ja, die Tür ist offen gegangen. Ich weiß gar nicht, was sie hier in der Hand hat gerade. Vielleicht die Leuchtfackel? Ich weiß es nicht. Ich werde... Was? Alter! Ich meine, cool, ey, voll geil. Ey, boah, ey, pff. Schatteneffekte. Ich werde mal eben die Leuchtfackel... Ich habe eine Fackel. Ich werde sie benutzen. Oder war das nur die Lampe? Hallo? Hallo? Warum bewegt sich diese Lampe? Ich werde... Was? Ich werde mal in Deckung bleiben. Nur zur Sicherheit, ja? Hallo? Oh, da liegt Schrott. Darf ich den einsammeln? 5 Schrott. Was liegt da noch? Liegt da noch was? Aber ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, ich kann ne... Ich kann ne aufstehen, ist auch gut. Kann ne aufstehen, ist auch supi. Ist es ein dynamisches Licht? Tatsache. Boah, das ist ja mal geil. Also mal echt ein Lob. Also das ist echt grafisch. Also schon eine Wucht. Ja. Und dieser Krisselfilter beim Spiel finde ich echt supi. Oh, ein Tonband. Sir Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anschließend war er weiterhin ausweichend. Und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Oh, ein Speicherpunkt. Auf jeden Fall. Definitiv speichern wir. Dim, dim, dim. So, damit haben wir gespeichert. Und hier ist ein Terminal. Das wir wahrscheinlich aktivieren müssen wieder. So wie gerade. Um weiterzukommen. So, privat. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wenn Sie wissen... wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht alleine. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie nicht hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. So, freigeben. Alle Mitarbeiter sind am... An alle Mitarbeiter des Raumfahrtsterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshall untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Waits. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI der Sexons, Hiwi-Androiden auf Sevastopol, überwacht und ihnen beratenden beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweise Kommunikation, wo immer sie auch sind. Sie sind in guten Händen. Sexon morgen gemeinsam. Okay, morgen gemeinsam. Okay. Ich kann aber hier nichts aktivieren. Das heißt, zum Aktivieren ist hier schon mal nichts. Jetzt geht's wieder los. Wie kommen wir weiter? Oh, hier. Was haben wir hier? Schacht öffnen. Hallo? Boah, ist das dunkel hier. Das gibt...
kann mich noch entsinnen, wie ich die allerersten Alien-Filme gesehen habe. Ich habe mir so in die Hose geschissen. Und ich muss sagen, dieses Spiel bringt das überzeugend rüber. Ja, also ganz weit vorne. Daumen hoch, definitiv. Wer wackelt denn immer hier an diesen Lampen? Kann ich das auch? Ja, kann ich auch. Sehr schön dynamisches Licht. Ich erwähne immer wieder, wie geil das doch aussieht. Ich gehe mal ganz ganz schnell hier raus. Wo sind... Alter, was ist das denn? Okay, gehen wir erstmal hier gucken. Okay, hier ist zu. Verdammt, sieht das geil aus. Entschuldigung. Hier fällt alles auseinander. Naja. Sieht so danach aus, als würde hier alles auseinanderfallen. Oh, ein Putzroboter. Den hätte ich gerne zu Hause. Das ist bestimmt der Robo Bodenstaubsauger 2000. Den hätte ich gerne zu Hause. Der wäre echt cool. Der würde meine Bude auch in Fix fertig machen. Ich gehe mal da gucken, ob wir da vielleicht irgendwie eine Kiste haben. Und ich rede hier ein bisschen, ein wenig... Okay, da kommen wir nicht hin. Ich rede hier ein wenig locker und flockig, weil ich so ein bisschen meine Angst überspielen möchte. So. Der Robo 2000. Ja, und jetzt? Nein, nein, sag mir nicht, wir müssen da rein. Können wir den irgendwie hier aktivieren, das Ding? Weil der steht so auf... Ah, weil der steht so auffällig. Ich wusste es doch. Hui, Robo 2000. Oh mein Gott. Ich werde mal eben schauen, ob wir noch ein Medikit herstellen können. Vielleicht können wir auch später irgendwann mal ein paar Fackeln herstellen. Okay, uns fehlt eine Komponente B, dann können wir wieder ein neues Medipack erstellen. So, dann schauen wir doch mal. Was? Hallo? Ich gucke durch den Spalt. Ja? Und mir ist auch so kalt. Das ist, also die Atmosphäre von dem Spiel ist ja mal echt Porno, bin ich mal ganz ehrlich. Also... Sind das Knochen? Nein. Ich dachte schon. Huh, okay. Das war ja einfach. So, haben wir hier noch was irgendwie, was wir aufsammeln können? Nein. So, willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen. Ich meine, hey, cool, ey, boah, ey, da lief doch nur einer. Ich meine, du Kackbratze, Alter, du Scheiß. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show, wollte ich sagen. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Und falls ihr meinen YouTube-Channel besuchen möchtet, schreibt einfach in den Chat Werbung. Dann seht ihr meinen YouTube... Mir fehlen schon die Worte. Ich brauche, glaube ich, gleich erstmal eine Paracetamol. Dann seht ihr meinen YouTube-Channel, weil der... weil der Nightbot schreibt nämlich dann meinen YouTube-Channel. Ach ja, ich muss ja auch noch leise sein. Ich habe ja eingestellt, dass die Kamera uns hört. Ich darf ja gar nicht so viel blubbeln. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Ist das ein Warteraum? Also ich, ein Computer. Okay. Mhm. Also diese Lichteffekte und dieser Lensflare, das ist total geil gemacht. Also supi. Und mich haben sie jetzt schon gekauft mit den Season Pass. Definitiv werde ich mir den holen. Allein schon für den Überlebensmodus. Weil da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich den mal spiele. Aber erstmal das Hauptspiel durchspielen. Das ist erstmal viel wichtiger.
Okay, das ist hier anscheinend. Ah, okay, das ist Kofferabteil. Hier kommen die Koffer dann an, so wie am Flughafen. Und warum liegen hier verdammt nochmal Leichensäcke rum? Was ist hier passiert? Ich will es gar nicht wissen. Da ist eine Tür, die offen ist. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Da ist eine Treppe, da ist eine Tür, hier ist eine Tür. Ich möchte mich überall umsehen. Weil ich habe immer Angst, dass ich die Tür treffe, wo es dann mit dem Spiel weitergeht. Lutes will pay. Luthers? Wer ist denn Luthers? Will ich da lang gehen? Ich weiß es gar nicht. Nö. Ich gehe erstmal die Treppe hoch und schaue mich mal über die Leichensäcke. Natürlich erstmal drüber laufen. Oh, ein Tonband. Das da vorne muss der Ausgang sein. Noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und. Beeilen Sie sich einfach, okay? Okay, einen Wartungsheber brauchen wir für die Haupttür. Was? Marshals? Faxe Marshals, okay. Fick die Marshals. Luthers will pay. Was sind denn Luthers? Oder wer ist Luthers? Ich frage mich gerade, wer das. Ist das Name? Sind das. Die Cy Strom wiederherstellen. Okay, da müssen wir wahrscheinlich rein. Strom wiederherstellen. Okay. Also heißt es, die einzige Tür, die offen ist, ist die da hinten. Da werden wir dann nochmal reingehen und mal schauen, was uns da erwartet. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich über dich drüber gelaufen bin. So. Ich habe eine Leuchtfackel. Ja, wer auch immer mir jetzt hier Angst macht, ich habe eine Leuchtfackel. Ich werde sie auch benutzen. Oh. Du hast es auch gehört. Das war eine Katze. Und das war nicht Gizmo. Der liegt nämlich neben mir und pennt, als wenn nichts wäre. Aber ich habe gerade wirklich eine Katze gehört. Ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Ja? Ich bewege mich hier relativ viel im Dunkeln rum. Ich weiß, ich hätte gerne eine Taschenlampe als wie so eine scheiß Leuchtfackel. Ich glaube, hier stellen wir den Strom wieder her. Ich möchte mich aber doch lieber ein wenig hier erstmal umsehen und dem Katzengeräusch ein wenig nachgehen. Hallo? Alter, diese Atmosphäre. Das hatte ich letzte Mal bei Outlast und bei Daylight so eine gruselige Atmosphäre. Und ich habe ihr gesagt, das wird ganz schön interessant. Ja, Wartungs. Was? Was? Okay, gehen wir mal. Mann, ist das dunkel hier? Hallo? Liegt hier irgendwas, was man einsammeln kann? Ich brauche irgendwas. Boah, wäre das jetzt fies, wenn da auf einmal einer langlaufen würde. Oh mein Gott! Das wäre so gemein. Was sind das für Geräusche? Hallo? Mann, diese scheiß Kackdosen, ey, das gibt's doch. Wer hat denn hier gepennt? Die Matratze könnte auch mal wieder irgendwie eine Generalüberholung brauchen. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Vor diesem scheiß Teil, was hier hängt. Was? Hallo? Ich bin's nur, der Flex. Ja, der Flex. Oh, da ist ein. Oh, da ist wahrscheinlich ein Überlebender. Wir müssen aber, glaube ich. Oh, den Eisenschneider brauchen wir. Das ist wahrscheinlich einer von diesen Überlebenden oder von diesen. Ja, Patienten nicht, sondern von diesen Charakteren, die wir finden müssen. Ich glaube, 50 waren es. Alter, 50 Leute, wie soll man denn die 50 hier finden? Ich habe schon alleine Probleme, hier mich zu orientieren. Wie soll ich denn noch 50 Leute hier finden? Sind die alle tot? Plasma. Ein Plasmaschneider, ein Eilenschneider, ein Werkzeugheber. Was braucht man denn alles noch? Ich habe leider. Entschuldigung bitte, ich habe meinen Werkzeugkoffer zu Hause liegen lassen. Ja? Ansonsten rufe ich gleich mal eben Dr. Bob an. Und der kommt dann bestimmt.
So, dann schalten wir mal eben den Strom ein. Da war ja nichts gewesen. Und ich muss dazu sagen, noch ist alles ruhig. Oh. Ach, das ist ein Koffer ab. Ah, okay, die sind die Bänder.